Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Ja, seit Ende September ist sie schon in Betrieb, die Wärmepumpe, und viele von euch warten schon lange auf ein neues Video und ehrlich gesagt, ich auch. Aber es gibt drei Gründe, warum es dieses bis jetzt noch nicht gegeben hat. Erstens, ihr könnt euch nächstes Jahr auf eine neue Serie von mir freuen. Auf einem anderen Kanal werde ich für ältere Menschen wie mich E-Autos testen, da weise ich euch rechtzeitig darauf hin, und da habe ich gerade 10 E-Auto-Videos in Produktion. Zweitens, wie manche vielleicht von euch wissen, coache ich ja auch Menschen auf der Bühne und vor der Kamera, und da gibt es jetzt neu meine Masterclass YouTube, in der ich eben anderen zeige, wie sie auf YouTube erfolgreich sind. Wenn euch das interessiert, klickt mal gerne unten auf den Link. Und drittens, es gab Verzögerungen bei der Installation, bei den Zuschussanträgen und auch beim Betrieb der Wärmepumpe lief nicht immer alles glatt. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache heute mal ein Video, 11 Schwierigkeiten mit meiner Wärmepumpe. Schwierigkeiten sind ja auf YouTube immer sehr beliebt, vor allem wenn andere, so wie ich, Fehler machen und Dinge nicht klappen. Deswegen erwarte ich jetzt, dass dieses Video auf jeden Fall viral geht. Und für die, die vielleicht jetzt schon zu schadenfroh sind, zu 99% funktioniert hier alles wunderbar. Es hat nur tatsächlich einige Verzögerungen und Schwierigkeiten gegeben, die aber meistens jetzt behoben sind. Zum Ersten, ihr habt vielleicht das Installationsvideo gesehen, gab es schon bei der Installation und der Vorbereitung ein paar Schwierigkeiten. Das Erste war der Pufferspeicher, Puffy, der war nicht verfügbar. Und deswegen mussten wir den gesamten Termin von vor meinem Sommerurlaub auf nach den Sommerurlaub verschieben. Bei den Installationsarbeiten stellte sich dann raus, dass diese hydraulische Leitung, die zur Wärmepumpe führt, größer und störrischer ist, als der Installateur das gedacht hatte. Deswegen musste das Loch doppelt so groß werden, man musste doppelt so lange arbeiten und es hat auch doppelt so viel gekostet. Bei der Kernbohrung, die diese Leitung ins Haus führt, brach der Bohrer ab. Das heißt, es gab natürlich erstens mal zusätzliche Verzögerungen, zweitens hat dann die Dichtungsmanschette nicht mehr gepasst, man musste sich eine neue Lösung überlegen und so weiter. Auch das mit Zeit und Kosten verbunden. Ja, gut, und dann hat mein Heizungsbauer und ich natürlich auch einfach vergessen, dass man einen Elektriker braucht und dass der bei einer Wärmepumpe durchaus was zu tun hat, zum Beispiel im Gegensatz zu einer Gasheizung. Das heißt, der hat auch viel länger gebraucht, der musste dann erst besorgt werden und der hat dann tatsächlich 3.500 Euro mehr gekostet, als ich vorher veranschlagt hatte. Insgesamt hat also die Installation der Wärmepumpe nicht eine Woche wie geplant gedauert, sondern 2 Wochen. Und das hat sich in den Kosten niedergeschlagen und natürlich auch im Zeitaufwand, und entsprechend kam dann mein Video auch später raus. So, und das nächste Video, was ich eigentlich drehen wollte, da ging es um den Zuschuss. Da wollte ich jetzt die Rechnungen hochladen und den Verwendungsnachweis einreichen und das Geld dann beantragen. Für diesen Verwendungsnachweis brauche ich zwingend einen hydraulischen Abgleich. Für die, die das nicht wissen, was es ist, nur ganz kurz erklärt. Es geht darum, dass das heiße Wasser, das durch die Wärmepumpe gemacht wird, so durch die Heizkörper im Haus geleitet wird, dass jeder Heizkörper genau so viel abbekommt, wie er braucht, um den Raum zu heizen, in dem er steht. Ich hoffe, das habe ich jetzt kurz und gut ausgedrückt. Jetzt haben wir natürlich bei der Installation ein paar Heizkörper ersetzt und auch Ventile ersetzt. Und deswegen mussten die Daten für diesen hydraulischen Abgleich neu berechnet werden. Das habe ich am 25. Oktober in Auftrag gegeben beim Ingenieurbüro und normalerweise dauert das 1 bis 2 Wochen. Nach 3 Wochen habe ich mal nachgefragt und nach 4 Wochen habe ich nochmal nachgefragt und am 27. November kam dann die Mail mit den Daten für den hydraulischen Abgleich mit dem Hinweis, ja sorry, war eigentlich schon am 2. November fertig, ist uns nur durch die Lappen gegangen, lag irgendwo im Mail-Spam rum. Dann musste ich natürlich erstmal einen Termin beim Installateur kriegen, das ging Gott sei Dank ziemlich schnell. Der Daniel kam dann schon ein paar Tage später und hat dann am 4. Dezember den hydraulischen Abgleich bei mir gemacht. Also ungefähr 9 Wochen nach der Inbetriebnahme. Draußen hat es angefangen zu regnen, dann gehen wir mal hier rein, weil da sind wir gerade richtig. Ihr erinnert euch, ich brauche den hydraulischen Abgleich, damit ich den Zuschussantrag machen kann und natürlich auch das Video darüber drehen. Ja, beim hydraulischen Abgleich hat sich dann herausgestellt, dass 2 Heizkörper in den Berechnungen nicht richtig angegeben waren. Die waren viel größer angegeben, als sie eigentlich sind. Und dass auch ein Ventil nicht gestimmt hat. Das ist das hier von dem im Schlafzimmer. Und insofern der hydraulische Abgleich nochmal neu berechnet werden muss. Dazu habe ich dann sofort den Auftrag gegeben und die richtigen Daten dann am 12. Dezember bekommen. Ja, und am 18. Dezember habe ich dann einen Termin für den hydraulischen Abgleich. Und dann ist endlich alles in Ordnung und die Anlage ist korrekt hydraulisch abgeglichen und der Zuschussantrag kann gestellt werden. Ganz schön schwierig und hat also insgesamt 2,5 Monate gedauert, nur diese Berechnungen durchzuführen.
Mein Tipp fürs nächste Mal, sobald ihr wisst, welche Heizkörper dahin kommen, welche Ventile verbaut werden, den Auftrag zum Ingenieurbüro geben, nochmal vorher alles checken, dass auch alles stimmt, also nicht sich darauf verlassen, dass der Energieberater das richtig aufgenommen hat, ja, weil das alles am Schluss Zeit kostet und damit letztendlich auch Geld. Ja, und was natürlich dadurch auch nicht so richtig möglich war, war ein Erfahrungsvideo für euch zu drehen, denn naja, ich will dann schon, obwohl die Wärmepumpe gut funktioniert, ein Video machen, wenn es richtig gut eingestellt ist und optimal funktioniert. So, für die nächsten Schwierigkeiten setze ich mich mal hier an den Heizkörper, das ist wenigstens schön warm. Also eine Sache habe ich gleich mal gelernt, nämlich es gab einen Stromausfall. Tatsächlich, das habe ich auch noch nicht so oft erlebt, aber plötzlich gingen irgendwann manche Lichter im Haus nicht mehr und andere gingen. Es war ein sonniger Herbsttag. Und es wurde so viel PV-Energie eingespeist ins Netz, dass irgendwo zwei Phasen rausgesprungen sind. Das hat dann eine halbe Stunde gedauert. Und in dieser halben Stunde habe ich also gelernt, wenn Stromausfall ist, dann habe ich kein warmes Wasser mehr und habe auch keine Heizung mehr. Ich habe mir allerdings versichern lassen von den Stadtwerken, dass das eine regulatorische Problematik ist, die man eigentlich in den Griff bekommen kann. Also so unerwartet war es nicht, dass es schönes Wetter hat und dann kann man entsprechend vorsorgen. Aber war eben nicht der Fall, Stromausfall. Die nächste Schwierigkeit, die ich schon hatte in den wenigen Wochen, ich hatte sozusagen vom Wetter den Worst Case. Und zwar hatten wir eine Woche lang Schnee in Konstanz. Schnee, um Gottes Willen, ja. Und es lag auf meiner PV-Anlage eine Woche lang Schnee. Eine Woche lang Schnee auf der PV-Anlage bedeutet, dass kein PV-Strom produziert wird, solange nicht alles frei ist. Da ist kaum was zu wollen. Habe ich euch hier dokumentiert. Das ist natürlich bedauerlich, zumal gerade auch zu dieser Zeit die Wärmepumpe am meisten arbeiten muss, denn so um die 0 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit, da vereist sie am schnellsten. Wenn es kälter wird, ist oft die Luftfeuchtigkeit nicht mehr so hoch und deswegen auch nicht mehr so hoch die Eisbildung. Aber genau da in dieser Zeit, wo auch kein PV-Strom da war, musste die Wärmepumpe so alle 2 Stunden für 5 Minuten abtauen. Das heißt, sie nimmt dann das warme Wasser aus dem Rücklauf und taut damit die Wärmepumpe ab. Das qualmt dann so ein bisschen, dann wundert man sich, aber das gehört so. Das kostet nicht wahnsinnig viel Energie, aber ein bisschen kostet es schon und eben kein PV-Strom vom Dach. Und für alle, die eigentlich so wie ich damit ja auch CO2 sparen wollen, ist diese Zeit auch die ungünstigste, weil in dieser Zeit am wenigsten erneuerbare Energien im Netz sind und ich brauche dann gerade noch besonders viel Strom. Bei der Agora-Energiewende könnt ihr praktisch fast in Realtime solche Auswertungen machen, wie ich sie hier gerade zeige. Da sieht man, dass eben zu so schlechten Witterungstagen über 72% konventioneller Strom im Netz sind. Wenn wir hier einen sonnigen Tag im Oktober nehmen, dann beträgt der Anteil von konventionellen Strom nur 26%. Noch eine kleine Schwierigkeit, die ich hatte, hängt mit einer App zusammen, die ganz wunderbar ist. Die heißt Solarmanager, die werde ich auch nochmal ausführlicher vorstellen. Und mit der kann ich praktisch meinen ganzen Stack von Wechselrichter, Wattpilot, also Wallbox und auch einzelne Steckdosen im Haus und die Wärmepumpe sozusagen in Einklang bringen und zum Beispiel berücksichtigen, wenn ich Sonnenschein habe und die Wärmepumpe nicht läuft und die Batterie bei 40% ist, dann kann das Auto laden und so weiter. Da kann man das also alles zusammenführen. Eine super Sache. Aber wir hatten in der Einstellungsphase noch einen kleinen Fehler drin und so hat der Solarmanager verhindert, dass die Wärmepumpe in der Zeit, als es richtig kalt wurde, ordentlich geheizt hat. Also sie hat einfach die Vorlauftemperatur begrenzt auf 35 Grad und ich hätte vielleicht 40 gebraucht, um bei minus 4, minus 5 Grad ein warmes Wohnzimmer zu haben. Das hat auch eine Weile gebraucht, bis wir das festgestellt haben. Ja gut, und dabei hat sich noch eine weitere Schwierigkeit ergeben, denn es hat sich herausgestellt, dass der Elektriker nicht nur etwas mehr Zeit und Geld beansprucht hat, als wir dachten, sondern dass er auch noch den Strommengenzähler von der Wärmepumpe nicht ganz richtig angeschlossen hat, sodass er zwar die Strommenge der Wärmepumpe gezählt hat, aber das nicht in den Smart Meter vom Hausverbrauch übertragen hat. Also er war an der falschen Stelle eingebaut und dann kann man nicht gut Überschuss machen, weil es fehlt die Strommenge von der Wärmepumpe und die ist natürlich nicht unerheblich. Und das wurde dann durch meinen Freund von Sunny Solar kürzlich behoben und jetzt habe ich im Grunde dann nach dem hydraulischen Abgleich tatsächlich ein System, mit dem ich euch dann auch bald wirkliche Auswertungen über die Wärmepumpe im Winter, so wird das wahrscheinlich heißen, bieten kann. Naja, und dann habe ich gedacht, jetzt passt ja wenigstens alles mit dem hydraulischen Abgleich und
dem Verwendungsnachweis für den Zuschussantrag steht nichts mehr im Wege und ich kann endlich wenigstens dieses Video für euch machen mit den Kosten und allem. Aber dann gingen dort die Schwierigkeiten leider weiter. Man muss ja dort im Portal die ganzen Rechnungen und auch Selbstauskunft und Bestätigungen vom Heizungsbetrieb und so weiter hochladen. Und da war zunächst mal auf der Checkliste, was man alles hochladen muss, ein Link angegeben. Ja, und der war falsch, der führte zu einem falschen Portal offensichtlich. Ich habe dann den richtigen Link gefunden, der war nämlich im Zuwendungsbescheid auf Seite 2 irgendwo versteckt. Und als ich das dann herausgefunden hatte und auch im Portal angemeldet war und auch meinen Antrag gesehen habe, wollte ich also diesen Verwendungsnachweis jetzt hochladen. Aber da ist nichts passiert, bis ich dann festgestellt habe, okay, da gibt es noch einen Pop-up-Filter, der verhindert, dass ein Fenster aufgehen kann. Und dann war endlich alles soweit. Und dann stand da der schöne Satz: Für die Vorgangsnummer wurde noch kein Zuwendungsbescheid erteilt. Und er liegt hier vor mir auf dem Tisch, also er ist definitiv da, also ich kann den Verwendungsnachweis jetzt nicht hochladen, nicht ausfüllen und euch nicht zeigen, wie das geht. Mein Vater hätte gesagt, es ist alles nicht so einfach, wenn man es doppelt nimmt. Ich habe jetzt da mein Problem über das Kontaktformular geschildert und hoffe, dass das jetzt bald behoben wird und dann kann ich dieses Video über Kosten und Zuschüsse für die Wärmepumpe machen. Like dieses Video, ich mache mir viel Mühe bei der Dokumentation meiner Fehler und manchmal auch meiner Erfolge und dann helft ihr dem Algorithmus, dass ihr das möglichst vielen Leuten zeigt. Also fasst euch ein Herz, klickt auf den Like-Button, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad.